Wir müssen uns beeilen. Das. Ich flipp aus, die haben Waffen! Ach du Scheiße! 5 Minuten früher. Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen Montagfeierabend euch allen wünsche ich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben Tag Nummer 29. Ich habe noch Sonntag. Ja, ich habe doch Wochenende. Haha, ihr gar nicht mehr. Aber ich wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn diese Folge rauskommt. Also haha auch an mich selbst. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir werden jetzt heute wieder mit Angriffen spielen. Also ich habe die Schwierigkeit wieder auf einfach gestellt. Das heißt, wir werden angegriffen. Irgendwann wahrscheinlich wieder. Und das heißt, wir sollen nicht lang hier rumeiern, sondern auch zu Pötte kommen. Ich habe mir vorgenommen, heute ein paar Sachen zu machen. Wahrscheinlich kommen wir wieder nicht zu allem, aber wir sollten auf jeden Fall mal den Amboss bauen. Wo ist er denn? Haben wir ihn überhaupt schon gelernt? Ich glaube nicht, ne? Jetzt hier rüber gehen, gucken. Der gute alte Amboss. Und die Armbrust, die brauchen wir auch. Die brauchen wir auch unbedingt. Die ist ja viel besser als der Bogen. Hier, da, der Amboss. Ein Metall, 5 Metallschrott. Also ein Eisenbarren, 5 Metallschrott. Vielleicht haben wir das sogar. Ich glaube, Metall ist wieder Mangelware. Wo war unsere Metall? Hier. Haben wir. Perfekt. Eisenbarren haben wir auch. Hängt sogar hier rum. So, dann packen wir nochmal einen rein. Dann können wir das nämlich schnell mal erlernen. Amboss. Wo war er denn jetzt? Auf 2. Da. Den haben wir erlernt. Und jetzt noch die Reparaturstation. Die haben wir wo? Oder haben wir die schon gelernt? Haben wir schon, ne? Aber hier sind wir auch gleich richtig, weil als nächstes brauchen wir auch die kleine Atemluftflasche und die Luftfüllstation. Können wir uns, glaube ich, sogar beides leisten. Also, machen wir das mal. Ich gucke aber erstmal, was der Amboss sagt. Nicht der Amboss, die Reparaturstation, Rüstungswerkbank. Haben wir hier nicht. Haben wir sie doch noch nicht gelernt, kann das sein? Glaswand. Wenn wir genauestens hier alles angucken. Ich bin ja auch wieder so Weltmeister darin, die Sachen zu übersehen. Ein leistungsstarker. Pumpt und destilliert Salzwasser. Das könnten wir auch mal machen. Das kann man wahrscheinlich direkt am Wasser machen, ne? Aber ich brauche jetzt erstmal die Reparaturstation. Bin ich blöde? Komm, die kommt doch nicht erst auf 4, oder? Recycler? Wer hat... Warte mal. Haben wir da von Bauplan? Irgendwo ist die. Ich weiß das. Wir haben die doch schon gesehen. Hier auf jeden Fall nicht. Oder ist der Amboss die Reparaturstation? Wo ist denn jetzt der Amboss? Mann, jetzt habt ihr mich wieder ganz durcheinander gebracht. Jetzt habt ihr mich wieder... Nee, wird zur Herstellung. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Munitionswerk? Da ist sie doch. Da ist sie doch. Heften wir mal dran. Also die brauchen wir. Den Amboss brauchen wir. Einen zweiten Ofen können wir nochmal bauen, dass man ein bisschen schneller geht. Ne? Hat, glaube ich, der gute Li Wei geschrieben. Deinen Forschungstisch brauchen wir nicht noch einen. Ich glaube, das reicht, ne? Ich glaube, das reicht. Können wir hier vielleicht so einen zweiten noch hinbauen? Wir nehmen jetzt erstmal das Metall in die Hand. Ich würde tatsächlich aber als Priorität eigentlich sagen, was haltet ihr davon, wenn wir als allererstes, bevor wir jetzt... Da kommen sie, sie kommen, ich sehe es und es sind viele. Armbrust, Armbrust, wir müssen eine Armbrust bauen. Armbrust und Armbrustbolzen. Komponenten. Seil. Armbrust, schnell, los, Olle, jetzt komm mal hier zum Züge hier, zackig. Waffe, wo? Hä? Wo ist sie denn? Oder müssen wir die auch noch... Ah, sie sind gleich da. Müssen wir die Armbrust noch erforschen. Was ist denn jetzt hier los? Armbrust, wo war sie denn? Da, forschen, forschen. Und jetzt bauen, bau das Ding. Bau die Armbrust. Bau sie los. Sie kommen. Sie stehen schon vor deiner Türe. Sie klopfen an den Strand. Okay, wir müssen uns beeilen. Das. Ich flipp aus, die haben Waffen!
Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, was wollen wir denn mit der Armbrust? Die knallen uns voll ab! Ach du Kacke! Ach du Kacke, wir haben keine Munition. Wir haben keine Munition. Ich flipp aus, wieso haben wir keine Munition? Gib mir den Molotow. Das kann doch nicht wahr sein. Ach du Scheiß, Dreck. Pistolenmunition, da. Ist das das Richtige? Natürlich nicht. Leck mich fett. Alle geschossen. Okay, wir müssen Munition herstellen. Jo, geil. Das läuft ja richtig wie im Schnürchen da. Schwarzpulver. Wo ist Schwarzpulver? Warte. In der Schwarzpulverbox. Hier ist die Schwarzpulver. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich gehe hier hoch. Ich gehe hier hoch. Hier fühle ich mich sicherer. Gleich fällt unsere Base zusammen. So eine Scheiße. Her damit. Hä? Schwarzpulver. Ja, wie stellst du denn her, das Pulver? Mann, ich kann unter Stress nicht denken. Da, her mit dem Kran. So, 127 Schuss. Das sieht so aus, als können wir damit ein bisschen arbeiten. Ne? Ah, wir nehmen den 3-Schuss-Revolver. Jetzt sollten wir zwischendurch mal was trinken, dass wir... Ne, wir haben doch jetzt Zeit hier... Hallo. Und vielleicht sollten wir noch Essen nehmen. Gib mal her das Essen. Guck mal, wie strukturiert wir hier sind. Guck mal, wie strukturiert wir hier sind. Können nämlich unser Leben regenerieren, viel schneller. Jetzt müssen wir aber hier auch mal ein bisschen zurückfeuern hier. Ja, der erste ist platt. Auf geht's. Noch hat uns keiner getroffen, ne? Der hat halt keine Schusswaffe, ne? Wir sollten eher auf die gehen, die Schusswaffen haben. Wir gehen auf unseren Verteidigungsturm. Hallo. Wir gehen hier hoch. Wir knallen von hier oben. Hier sehen wir alles. Oh, 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 oh. Aber die sehen uns hier auch, ist das Problem, ne? Die sehen uns hier auch. Oh, die haben die erste Balustrade kaputt gemacht. Ich fühle mich hier wie auf der Kirmes hier. Wie auf der Kirmes. Hoffe, ich kriege auch ein Quietscheentchen, wenn ich das hier geschafft habe. Ich habe ja schon eins, ne? So, wo sind die anderen? Müssen ein bisschen gucken, dass wir hier auch verteidigen, die Seite. Wie sieht's hier aus? Safe. Everything is safe hier. Da sind sie, die kleinen Arschkriecher. Ja, mit der Pistole geht's einigermaßen. 3 Schuss. Ja, so viel zum Thema Fortschritt in dieser Folge. Aber es gehört auch dazu, dass man sein Bestehendes beschützen muss hier bei dem Spiel. Oh, die stecken aber auch was weg, ne? So, der ist auch weg. So, wir gehen mal in die Offensive hier. Ja, komm her, komm. Oh, 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 wir gehen doch nicht in die Offensive. Oh, 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 oh. Offensive war eine ganz doofe Idee. Oh, oh. Brauchen Verband. Wow. Wo ist denn der Verband? Haben wir nicht noch einen irgendwo stecken? Verband, Verband, Verband. Okay. Stoff. Gib mir Stoff. Oh. Verband. Gib mir Verband. Wo ist denn der blöde Verband? Hä? Da Medizin da. Wo ist er? Da. So, und jetzt essen wir mal schnell was. Und zurück ins Kampfgebiet. Eine kleine Krabbe da kämpft mit, habt ihr sie gesehen? Können wir hier auch aus dem Fenster schießen? Ja, ne? Wenn wir sie hier sehen würden, wo sie sind. Ich gehe mal lieber hier hin, hier haben wir ein bisschen mehr Bewegungsradius. Weil hier ist ja... Da unten. Oh, da sind ganz viele. Hä? Von wo hat er denn da geschossen? Steht der schon auf unserer Base? Nee. Das war eine richtig gute Idee von euch, hier oben zu bauen, ganz ehrlich. Da geht bloß nicht runter.
So, Freundchen, jetzt komm mal her. Hahaha, verbrenne. Verbrenne, du Kackarsch. Auf unsere Base brennt jetzt nicht ab. Okay, wir hätten halt eben werfen müssen, als da drei waren. Das hätte mehr gebracht. Jetzt brennt da irgendwas. Ich hoffe nicht unsere Base. Nee, scheinbar nicht. Wie viel sind es denn jetzt noch? Mann, Mann, Mann. Ja, der ist auch weg. Okay. Jetzt müsste halt hier irgendwo noch einer mit einer Waffe sein. Wie viel Munition haben die eigentlich dabei? Das war's? Das war's? Friedliche Musik jetzt? Ist hier noch irgendwo einer? Oh Gott. So ein Kack. Ah, wir müssen erstmal unser Inventar leeren. Uns ein bisschen. Ach, hier kommen wir auch hoch. Ist ja interessant zu wissen. Ich pack mal unseren ganzen Kram. Warte, wir haben noch hier eine Kladderadatschkiste. Ne, wir machen mal kurz eine Kladderadatschkiste. Hier so ausnahmsweise. Das hier hinten. Nee. Das hier ist jetzt mal ausnahmsweise unsere Kladderadatschkiste. Weil ich will diesen Loot hier schnell. Also ausnahmsweise, ne? Wir bleiben natürlich bei unserem Ordnungssystem, aber ganz ausnahmsweise, ne? So Kriegsrecht und so. Da darf der Bolle das. Oh. Okay, also ich habe nochmal kurz zur Erklärung auf Stufe einfach gestellt, ne? Das war jetzt der Angriff auf Stufe einfach. Ich will nicht wissen, wie es auf mittel oder schwer gewesen wäre. Wo ist der Loot, den wir hier vorhin gedroppt haben, nicht mehr da? Ja, das waren sie jetzt schon, oder was? Boah, Mann, Mann, Mann. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall wach. Das ist ja schon mal was. Ich bin auch fast schon geneigt zu sagen, wir stellen auch erstmal die Angriffe aus, bis wir bessere Waffen haben. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch irgendwie so ein bisschen die Spannung, die damit einhergeht, ne? Könnte ja verloren, also die Spannung würde ja vielleicht ein bisschen abnehmen, wenn man das nicht mehr hat. Aber wie ihr ja auch schon mir bestätigt habt in den Kommentaren, seid ihr auch der Meinung, dass das noch ein bisschen zu unausbalanciert ist. Weil ganz ehrlich, wir hätten unsere Base hier unten, glaube ich, nicht verteidigen können. Und wir müssen auch jetzt mal einen Reparaturhammer nehmen und mal gucken, was jetzt hier alles an Schaden entstanden ist. Jetzt mal kurz hier alles weglooten, dass das auch wieder nachspawnen kann, sozusagen. Ja, wenn die jetzt auch noch... Also das waren jetzt ja noch keine Automatikpistolen, ne? Maschinengewehre und so. Das kommt aber auch irgendwann, Freunde. Ich sag's euch. Wir müssen mal kurz hier die Waffen weglegen. Wird mir auch nicht nochmal passieren, dass ich keine Munition habe. Hoffe ich. So. Die Waffen dahin. Das auch dahin. Armbrust haben wir noch nicht. Pfeil und Speer können wir behalten. Wir müssen auch mal den besseren Speer bauen. Dann erstmal wieder zu unserer Chaoskiste. Ja, das war die hier, ne? Bringen wir das auch nochmal weg. Raus, Kiste, Waffen. Zurück. Ah, kein Platz. Ach, guck mal, dann nehmen wir mal so ein Ding hier raus. Ich weiß nicht, ob dieser Recycler oder was, ob man da quasi diese Sachen zu irgendeinem Stuff zurück... Also, dass man die Einzelteile wieder kriegt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir können es aber auch einfach mal in unsere Händlerkiste tun. Dann bringen wir es halt mit zum Händler hier. Kriegen wir vielleicht noch ein Metall für oder so. So, das Chaoskiste ist leer. Dann sollten wir mal hier Holz nachfüllen. Hier auch mal Holz nachfüllen. So, auch wieder was hinpacken. Holz können wir hier auch hin tun, beziehungsweise wir brauchen auch wieder Wasser. Das können wir mal eben einmal machen. Hätte ich auch gleich da runterziehen können. Einmal kurz wieder vier Wasser holen. Ist das nämlich auch erledigt. Und dann, liebe Freunde, können wir vielleicht uns endlich mal dem widmen, was wir hier eigentlich zu Beginn der Folge machen wollten. Beziehungsweise, was ich gerade sagen wollte, als diese Kamikaze-Krieger ankamen. Und zwar, ob ihr nicht auch der Meinung seid, dass es am raffiniertesten wäre, jetzt erstmal die Taucherflasche zu bauen. Weil wir ja definitiv looten müssen und dann können wir halt länger looten. Wenn wir die Taucherflasche haben. Das ist, glaube ich, smart, oder? So. Das reicht mir jetzt erstmal. Ich habe jetzt keine Lust, das den ganzen Tag zu machen. So, das läuft, das läuft.
Hier können wir noch einen reinpacken. Dann gucken wir mal, was brauchten wir für die... Na, Reparaturstation brauchen wir natürlich auch. Wir fangen jetzt erstmal mit dem... Guck mal, wir machen das nochmal weg. Wir machen jetzt erstmal... die Sauerstoffgeschichte. Haben wir die schon gelernt? Haben wir natürlich nicht gelernt, ne? Dann gucken wir, was es kostet, die zu lernen. Das hier und das hier. Gummi und Metall. Das reicht sogar, was wir haben. Perfekt. Ne, Metall haben wir nicht mehr. Oh, nicht mehr genug Metall dafür? Das gibt's doch nicht. Ja, das ist ja echt schäbig hier. Gummi war hier. Ja gut, bringt ja nichts. Wenn wir nicht genug Metall haben, müssen wir erstmal looten. Oh, ist das nervig. Gut. Bringt alles nichts, Freunde. Ich habe mir jetzt auch nicht ausgesucht. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen das Inventar schnell leer. Hier Metall rein. Essenskiste war hier nicht. Doch, Erdbeeren können wir hier auch hinpacken. Würmer können hier hin. Die Sodas können wir auch mal eins trinken. Jetzt tun wir das hier in die Kiste. Soda können wir mal sortieren. Wasser auch mal rüber. Diese Kiste. Schwefel. Oh, Schwefel braucht man auch wieder neues. Kohle. 16 mal hier Dosen essen. Lecker. Hier kommt auch noch was hin. Welche war das? Die Komponenten waren hier. Ja, die Komponenten waren hier. Medizin können wir mitnehmen. Seil kam hier hinten hin. Oder war das hier vorne? Ne, hier war Holz. Muscheln, ja, können wir mal mitnehmen als Essen. Stoff war, glaube ich, auch hier hinten, ne? Brauchen wir auch nicht alles. Verband können wir auch mal mitnehmen, ist okay. Was wir nicht vergessen sollten, haben wir das auch hier, ja. Was wir auf keinen Fall vergessen sollten, ist unser Werkzeug. Und jetzt frage ich mich natürlich, wo das überhaupt abgeblieben ist. Ist das hier? Spitzhacke? Steinbeil, wir hatten doch schon die, das Fortschrittliche, ne? Wollen wir die... da, grobe Axt. So, ne? Ein Speer, es ist jetzt nicht viel, aber meine Güte. Vielleicht noch ein bisschen was essen, bevor wir abjuckeln. Hier, zack, gib mal her. Und hier gib mir auch nochmal so, so eine Dose. Ja, wir könnten eine Medizin nehmen, brauchen wir aber eigentlich nicht. Wie spät ist es? 16 Uhr, höchste Zeit. Da müssen wir auch los, wenn wir noch ein bisschen guten Metallstuff ergattern wollen. Wo fahren wir denn mal hin? Bezirk 43. Bürgerhaus wurde mir auch eben empfohlen. Wo waren das nochmal? War super weit weg. Bürgerzentrum. Oh, das ist total weit weg. Bis wir da sind, ist dunkel. Und hier 62. Die Villa. Dann fahren wir mal zur Villa. Das sind erst 12%. Dann beim Bürgerzentrum soll sehr viel Groundloot sein. Schrieb, gute Pflanzen, Nerdy. Ja, ja, habe ich mir gemerkt. Ich merke mir ja fast alles, was ihr schreibt. Ich vergesse es nur halt auch wieder. Das ist das Problem. Aber merken tue ich mir das grundsätzlich. Nur ich vergesse es wieder. So, die Villa ist wo? Müsste ja jetzt hier gleich kommen. Hm. Eigentlich war doch immer... Meine Theorie war doch, dass überall... dass überall auch... irgendwas aus dem Wasser ragt, wo was ist, ne? Ist jetzt hier nicht der Fall. Wir können ja mal zu der Insel. Jetzt haben wir keine Waffen mit. Ah, das ist natürlich doch ein bisschen doof. Ah, hier ist auch ein Hai. Weiß nicht, ob der gefährlich ist. Ne, das sind die Lieben, die Spitzhaie. Ah, hier waren wir, glaube ich, auch noch gar nicht, ne? Ja gut, dann können wir ja hier mal schön ein bisschen Groundloot holen. Metall, oh yeah, oh yeah. Gib mir dein ganzes Metall, du Auto. Das war's schon hier. Also in der Villa wird wahrscheinlich noch allerhand sein, ne? Ich will erstmal draußen lang. Das nehmen wir natürlich alles mit. Vielleicht versteckt sich hier noch irgendwo ein Auto oder so. Oh, ganz schön viele Rotalgen waren hier. Nee, da ist noch ein Metallschrott. Da ist noch ein Auto. Da ist doch noch eins. Ja, Metallkomponenten, sehr gut. Komponenten werden übrigens auch irgendwann Mangelware, habe ich mir sagen lassen. Deswegen sollten wir unbedingt den nächsten Tresor und so nicht, die nächsten Kisten nicht zerstören.
Das wäre sehr, sehr empfehlenswert. Zählt das hier auch dazu? Also wenn wir jetzt hier eine Sache drin lassen würden, respawnt der Loot dann hier auch? Oder ist das nur bei dem Tresor und so? Ich habe aber eh die Hoffnung, dass irgendwie mit irgendeinem Update plötzlich wieder der ganze Loot da ist, wisst ihr? Das war ja bei Stranded Deep auch häufig so, dass dann plötzlich alle Bäume wieder da waren. Wir werden wahrscheinlich sowieso, das kann ich euch ja gleich schon mal sagen, habe ich sogar auch schon mal, glaube ich, wir werden eh irgendwann nochmal neu starten müssen, ne? Das ist hier die Early Alpha Version. Hier wird es noch... Das ist, glaube ich, kein lieber Hai. Böser Hai. Na, aber der bleibt irgendwie bei sich. Ist auch okay. Ja, scheinbar haben wir ihn noch nicht in der Akku-Range. Genau. Das ist halt völlig normal, ist, dass man wahrscheinlich irgendwann für neue Update-Inhalte neu starten muss. Und dann werden wir es natürlich auch tun. Aber dann sind wir ja voll die Pro-Gamer schon, ne? Wir sind ja jetzt schon voll die Pro-Gamer. Wir haben es ja richtig drauf. Und dann geht das natürlich alles viel zackiger, ist ja klar. So, wollen wir mal hier rein? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier drin ersticken, weil ich den Ausgang nicht mehr finden werde. Es wird doch langsam dunkel. Komm, ein bisschen was schaffen wir noch. Au, weg die Tür. Jetzt ein bisschen Angst, dass dahinter jetzt irgendwas kommt und uns angreift. Kommen wir hier auch raus? Ja, perfekt. Nicht zu weit in Richtung High. Oh, das war eine Punktlandung mit dem Sauerstoff. Ich glaube, einmal können wir noch runter, ne? Einmal können wir noch runter. Ah, hier kommen wir auch rein. Ja, Holz ist jetzt nicht so das, was ich am besten hieran finde, aber können wir auch mal mitnehmen. Brauchen wir ja auch. Wir sollten uns dann vielleicht nochmal zu der Insel, zu der ersten, die wir eingenommen haben, zu der Radiosenderinsel begeben. Das geht mit der Axt kaputt? Oder die Tür dahinter? Das war auf jeden Fall das Symbol, aber es scheint ja nicht zu funktionieren. Bisschen Metallschrott wäre nicht schlecht. Noch. Wo ist denn unser Schiff? Hier. Wir könnten auch nochmal zum Händler. Wir haben natürlich jetzt überhaupt nichts dabei, was wir tauschen. Was haben wir denn hier? Ein schickes Korsett. Na, das würde ja eigentlich zu unserem Char von vor 10 Folgen passen, ne? Nein, keine Angst. Wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause. Gucken, dass wir zeitig schlafen können. Weil wir sollten nicht immer zu spät schlafen. Weil irgendwann können wir dann die Nacht nicht mehr skippen. Idealer Zeitpunkt ist, glaube ich, so 20 Uhr, habt ihr geschrieben. Haben wir jetzt schon, sind wir schon drüber. Wobei, nee, wir sind, was ist jetzt die Uhrzeit? Das zweite, ne? 19.15 Uhr ist erst. 22.50 Uhr, das sind die Minuten. Naja, das stimmt. Krass, ist so ziemlich genau. Auf eine Sekunde Genauigkeit trifft es die Länge der Folge. Eigentlich auch recht praktisch, ne? Da muss ich nur da oben hingucken. Dann weiß ich, wie lange ich schon aufnehme. Und wann Feierabend ist. Ach, wie wär's, wenn jetzt mal so ein kleiner Angriff käme, ne? Das wäre doch auch schön. So ein kleiner nächtlicher Angriff. So jeden Tag einer. Ja, dann würde ich aber wieder auf Peaceful stellen. Das könnt ihr nur glauben. Nee, seht ihr, guck, wir müssen jetzt hier noch warten. Aber gut, vielleicht reicht es ja. 20, 21 Uhr wäre ideal zum Schlafen. Wir haben jetzt das Metall, was wir brauchen, um die Luftfüllstation zu bauen. Brauchen wir noch das Eisen. Und jetzt... Wie konnte ich da irgendwie schnell zugreifen? So? Was heißt denn das? Ah, den kann ich dann direkt schon so erforschen von hier, wenn ich es angepinnt habe. Das ist ja cool. Und jetzt brauche ich nur noch Gummi. Ja, fast richtig. So. Jetzt kann ich es hier erforschen. Chillig, das mag ich. Jetzt können wir es auch bauen. Nicht den Amboss, die Luftfüllstation. Ein Gummi brauchen wir noch. So, Luftfüllstation. Wo bauen wir das hin? Unten oder auch oben? Es macht schon Sinn, irgendwie das hier oben zu machen, weil es sonst kaputt gemacht wird, ne? Wir müssten ja eigentlich mal sowas wie Räume bauen. Wo man durchgehen kann hier mit Zwischenwänden, ne? Dann machen wir das da oben hin. Ich habe noch nicht so die Ahnung, wie wir das hier alles... Wie wir das hier alles machen wollen. Wir können die Luftfüllstation ja hier... Wie gefällt mir das so nicht? Hier so hinsetzen? Wo ist denn vorne und wo ist denn hinten bei der Station? So, das sieht vorne aus.
Dann machen wir mal so. Setzen uns jetzt mal hier hin. Und dann gucken wir uns das mal an. Gedrückt halten zum Betrieb. Mache ich. Geht wahrscheinlich nicht, weil wahrscheinlich fehlt noch die Pulle, die wir noch dran packen müssen. Und die haben wir wo? Wo ist die Pulle? Wo ist die Pulle? Die Pulle, die ist hier. Die Pulle braucht Komponenten. Das ist nämlich eine Komponentenpulle. Hier. So. Wunderbar. Dann bauen wir das jetzt. Hallo. Beziehungsweise können wir schlafen? Ja, können wir schon schlafen. Perfekt. Dann, schlafen wir. Gute Nacht. Guten Morgen. Kurz mal gucken, ob irgendwo am Horizont wieder diese kleinen Angriffsstreifen zu sehen sind. Wollen wir unseren kleinen Check machen. Nein, wir sehen keine Feinde, die auf uns zukommen. Das ist ja schon mal schön. Dann können wir jetzt die Pulle bauen. Pulle, Pulle, Pulle. Wo war sie denn jetzt, die Pulle? Da war die Pulle. So, einmal. Wie viel Luft passt denn da? Ach, die ist jetzt schon voll, oder was? Können wir jetzt hier hinpacken? So. Können wir noch eine bauen? Nee, erstmal nicht, ne? Komm, wir testen das gleich mal. Wir testen es gleich mal aus. Okay, ja, man sieht's jetzt schon. Klasse. Die Pulle ist klasse. Dann nehmen wir uns gleich, da bauen wir doch noch eine, dann haben wir gleich zwei Pullen. Jetzt, genau, ist die ja schon ein bisschen zurückgegangen. Dann haben wir zwei Pullen immer dabei, machen die dann wieder voll. Und dann können wir nämlich looten. Ah, hätte ich ja auch mal klappen können. Pack mal die Pulle dahin. Muss im Inventar sein. Oh, das ist ja eine coole Anzeige. Jetzt hier gedrückt halten. Ah, nice. Das finde ich gut. Dann bauen wir jetzt nochmal eine zweite. Dann haben wir jetzt hier eine direkt dabei. Und eine hier im Inventar. Und dann können wir richtig schön das Bötchen voll machen mit Loot. Und mit dem Loot können wir dann in der nächsten Folge rucki-zucki die anderen Sachen noch bauen. Dann haben wir bessere Waffen. Und dann ist vielleicht auch ein bisschen angenehmer, sich zu verteidigen. Verdammt. Warte, Korsett können wir noch in den Kleiderschrank packen. Irgendwer hat auch geschrieben, endlich kein Fisch mehr im Kleiderschrank. Habe ich erst gar nicht kapiert. Fand ich dann aber sehr cool. Und ich möchte das Grammophon noch platzieren. So. Das packen wir mal hier neben Enti, oder? Hier so mit schön auf dem Teppich. Oh, wieder. Kann man nicht machen? Kann man nicht machen? Ich dachte, ich könnte hier schön ein bisschen trallern. Hm, schade. Na gut, dann eben nicht. Was haben wir jetzt noch im Inventar? Eigentlich nichts von Belang mehr. Stoff. Stoff. Kohle. Und diese Dinger. Die können wir dann eigentlich auch hier wieder reinpacken. So, was wir auch nochmal schnell machen können. Können diese Dinger mal sammeln. Die Kartoschkis. Pflanzen wir doch gleich mal neue an. So, was wir haben, das haben wir. Kann das hier nochmal weiter wachsen tun, ne? Auch nochmal machen können, wenn wir schon mal hier sind. Bauen nochmal kurz das Ding. Beziehungsweise vielleicht bauen wir nochmal schnell einen zweiten Ofen. Das schaffen wir vielleicht gerade noch. Gummi, Holz und Eisen. Oder Metall. Holz. Eisen. Gummi. Jetzt können wir es direkt bauen. Gucken, ob der vielleicht noch dahinter geht. So, ist jetzt nicht schick, aber irgendwie schon, oder? Ist ein bisschen schick. So, dann können wir jetzt quasi hier doppelt rüsten. Das machen wir dann aber auch in der nächsten Folge. Macht jetzt hier keinen Sinn. Wir müssen ja auch erst nochmal die Erze holen. Und da würde ich dann tatsächlich nicht zu der Insel, da können wir dann nochmal hin, wenn wir ausgerüstet sind, sondern wo ist denn die Radioinsel? Die Radioinsel ist... Da, Radioinsel. Villa, Mutantensiedlung, Radioinsel. Die ist auch erst bei 79%. Vielleicht, weil jetzt wieder neuer Loot gespawnt ist. Das wollten wir auch nochmal gucken, ob das
tatsächlich so ist. Dann fahren wir in der nächsten Folge zur Villa und danach zur Radioinsel. Und tauchen mal ein bisschen, ne? Also, dann bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Euer Bolle. Ciao, ciao.